Nach dem 2019er Crash, entweder die Räterepublik oder die Hölle auf Erden. Norbert Nelte, Fürpapst dem Kratzschuh. Wie wir an der Wachstumsstatistik des Statistischen Bundesamtes sehen, gab es alle 10 Jahre in Deutschland in schöner Regelmäßigkeit eine Krise. Bisher war sie immer nur ganz klein, zwischen 1,5 und 1%. Aber 2008 riss sie alle Staaten um 5 bis 7% in den Keller, so dass sich die südeuropäischen Staaten bis heute davon noch nicht erholt haben. Alle unabhängigen Marktbeobachter analysieren die nächste Krise als riesig. 2008 dagegen war ein Kindergeburtstag, schrieben Weick und Friedrich. Aktuell beispielsweise schreiben sie, Zitat, die Zeichen stehen global verstärkt auf Sturm. Brexit, Trump, Italien, Absturz der Deutschen Bank, Blasen an Aktien und Immobilienmärkten, Nullzinsphase in Europa und eine global aufziehende Rezession verheißen alles, aber nichts Gutes. Die Chance, dass nur eine dieser Baustellen den nächsten Knall auslöst, ist riesig. Noch nie hatten wir so viele Warnsignale auf einmal. Zitat Ende. Weick und Friedrich, nach der Krise ist vor der Krise. Prometheus, 11.12.2018. Link 1. Ernst Wolf schreibt, Zitat, Ende 2018 hat die Finanzwelt einen Wendepunkt erreicht. Fast 10 Jahre lang haben die Zentralbanken das globale Finanzsystem künstlich am Leben erhalten, indem sie Millionen an Dollars, Euros, britischen Pfund, japanischen Yen und Schweizer Franken aus dem Nichts erzeugt und zu immer niedrigeren Zinsen vergeben haben. Damit haben sie eine Entwicklung eingeleitet, die niemand vorausahnen konnte. Die Finanzmärkte haben über einen Zeitraum von 115 Monaten eine Rekordmarke nach der anderen gerissen. Das Ganze hat aber auch seine Schattenseiten, denn die Maßnahmen haben zugleich bewirkt, dass im Verhältnis zu den Finanzmärkten immer weniger Geld in die Realwirtschaft floss. Das Steuereinkommen wegen der im Finanzsektor intensiv praktizierten Steuervermeidung nicht mit der Geldentwicklung mithalten konnte. Immer weniger öffentliche Investitionen getätigt wurden. Die Infrastruktur weltweit zerfiel. Konservative Anleger wie Versicherungen, Renten und Pensionskassen gezwungen wurden zu spekulieren und verhältnismäßig hohe Risiken einzugehen. Die Altersvorsorge durch Sparen erschwert und einer zukünftigen Zunahme der Altersarmut der Weg bereitet wurde. Privathaushalte, Unternehmen und Staaten sich immer höher verschuldeten, immer mehr Anleger mit geliehenem Geld in die Märkte einstiegen, an den Finanzmärkten die größten Blasen aller Zeiten entstanden, die soziale Ungleichheit weltweit explodierte. Zitat Ende. Ernst Wolf,
Globales Finanzcasino. Die Botschaft zum Jahresende lautet Game Over. Goldzeiten.de 7.12.18. Link 2. Mr. DAX. Dirk Müller schreibt, Zitat, die Dollaraufwertung über das Anheben der US-Zinsen ist das Hauptmittel für die Amerikaner, sich gegenüber China zu behaupten. Diese Politik bringt die Währung der Schwellenländer und die Unternehmen dort in große Schwierigkeiten. In Zeiten der Niedrigzinsen haben diese Unternehmen Dollarkredite in Milliardenhöhe aufgenommen. Jetzt sind die Schwellenländer hochverschuldet in US-Dollar und nun steigen die amerikanischen Zinsen. Die Konsequenz wird sein, dass die Refinanzierungskosten explodieren, die Wirtschaft stark abkühlt und die heimischen Währungen abschmieren. Das ist ein Teufelskreis. Er wird in die Katastrophe führen. China ist hier ebenso betroffen wie andere Schwellenländer. Zitat Ende. Dirk Müller, die Crashgefahr ist eklatant. Finanzen.net, 18.09.2018. Link 3. Das waren nur drei deutsche Marktbeobachter. Aber im Ausland sehen das die Kollegen ebenso. James Rickards analysiert, Zitat, aber während das globale Wirtschaftswachstum sich verlangsamt, die Verschuldung tut es nicht. China habe ich bereits erwähnt, aber es geht weit über China hinaus. Dem Institut auf International Finance zufolge stieg die Gesamtverschuldung der Volkswirtschaften, die es beobachtet, sowohl Industrie- als auch Schwellenländer, auf eine Rekordsumme von 247 Billionen Dollar im ersten Quartal von 2018. Das sind 11% mehr als im Vorjahreszeitraum. Doch das IIF berichtet, dass eine Neuverschuldung von 8 Billionen Dollar nötig war, um gerade einmal 1,3 Billionen Dollar weltweiten BIP zu schaffen. Der Trend ist offensichtlich. Die massiven Schulden, mit denen man Wachstum erreichen wollte, häufen sich jeden Tag mehr an. Aber Wachstum verlangsamt sich. Zitat Ende. James Rickards, die Voraussetzungen für eine globale Schuldenkrise sind da. Goldseite.de, 12.12.2018. Link 4. Egon von Geiert, ein Schweizer Analyst, schreibt, das wäre dann der letzte. Zitat: Derartige Exzesse und moralische Dekadenz, wie wir sie heute erleben, können niemals auf geordneten Weg verschwinden. Traurigerweise kann das Problem nur durch einen wirtschaftlichen Totalzusammenbruch gelöst werden. Keine Regierung, kein Unternehmen und auch sonst niemand kann die ausstehenden 250 Billionen Schulden jemals begleichen. Zitat Ende. Egon von Geiert, globale Verschuldung, eine Plage, die vernichtet werden muss. Gold Switzerland, 11. Oktober 2018. Link 5. Jetzt kommt die berechtigte Frage, warum zitierst du als Linker nicht die linken revolutionären Gruppen?
Gute Frage. Weil die linken marxistischen Gruppen nichts darüber schreiben, Wirtschaft kommt bei ihnen nicht vor und Wirtschaftskrise erst recht nicht oder ganz selten und dann ganz falsch. Außerdem haben die Linken null Ahnung vom Kapital von Marx. Ich bin in Deutschland wohl der einzigste Marxist, der auch Betriebswirtschaft studiert und als Wirtschaftlichkeitsrechner praktiziert hat. Wir sehen, dass alle Zitierten den Supercrash am Anrollen sehen. Als Wolf sogar bis zum Jahresende 2018. Aber ich denke doch, dass es nächstes Jahresende wird. Darauf deutet der Investitionsmangel in Japan und Deutschland hin und die Inversion zahlendreher. Bei den amerikanischen Zinsen für die Staatsanleihen. Diese beiden Baustellen werden auf alle Fälle platzen. Aber da können im Laufe von 2019 noch andere Baustellen platzen. Die Deutsche Bank, China oder Italien oder der Immobilienmarkt in den USA. Aber alle zitierten Analysten denken, dass nach einer kurzen oder längeren Agrarphase wieder aufwärts gehen wird. Sie kennen alle nicht den Fall der Profitrate oder die organische Zusammensetzung des Kapitals und denken, die Politiker machen diese Crashpolitik aus Dummheit. Nein, die Profitrate ist auf 1% gefallen, weil der tendenzielle Fall der Profitrate im Kapitalismus von Anfang an gegeben ist. Er ist in diesem System mit eingebaut. Deshalb machen die Politiker die hilflosen, nicht nachhaltigen Vorschläge. Der Kapitalismus hat fertig. Ganz einfach. Dass die Profitrate in der Produktion nur noch 1% beträgt, ist nicht nur eine spinnerte Meinung von mir, sondern das sagt sogar auch der Chefökonom von BlackRock. Im Finanzbereich sind das nach ihrer Aussage sogar nur noch 4%. Der eine oder andere Analyst sieht schon mal das Ende des Wachstums, da die Erde eine Kugel ist. Aber sie wissen auch nicht, was das nun genau bedeutet. Um wegen der Konkurrenz zu rationalisieren, muss der Kapitalist entweder Leute entlassen oder wachsen. Ein ausbleibendes Wachstum heißt dann also immer mehr Arbeitslose und ständige Schrumpfung. Und das ist genau das, was auf uns zukommen wird. Wenn die Investitionen 2019 schneller fallen als die Löhne, tritt das Überprodukt im Produktionsmittelsektor auf. Und das ist nicht mehr auf den Konsumsektor zu übertragen. Für jeden Arbeitsplatz, der im Produktionsmittelsektor verloren geht, gehen 7 Arbeitsplätze im Konsumsektor verloren. Die Wirtschaften von allen Ländern fahren dann wie gegen die Wand. Also mit der Konkurrenz, das geht nicht mehr. Mit der Marktwirtschaft. Die Reichen planen deshalb eine Weltdiktatur mit einem Weltmonopol. Aber es wird auch nicht funktionieren, da die Bosse dann nur normales Angestelltengehalt
kassieren dürfen. Und dann würde die Korruption aufblühen und alle Probleme gäbe es weiterhin.